So, hallo ihr Lieben, Christian Schumann, Paterhof, Beziehungscoach und Psychologe. Und wir haben mal wieder eine Frage, die ihr mir geschickt habt. Könnt ihr auch machen über ein Formular auf liebische.de. Dort findet ihr auch noch, der jetzt bald endlich rauskommt, in 4 Tagen schon, der Breaking Bad, der Liebeschip-Traumakurs mit kleinem Tee. Zum Frühbucherpreis noch, logischerweise die letzten Tage. Und auch Informationen zu meinen Ausbildungen, die bald, sehr bald losgehen, auch die neue Dating-Coach-Ausbildung. So, eine Zuschauerin, Anna Tolefko-Lötschkola, und ja, es geht so um, weiß ich, kann ich meinem Partner das verzeihen, dass er ja Bildmaterial geschickt hat, natürlich nicht an mich, sondern an jemand anders in der Beziehung, geht auch um Fernbeziehung, oder jetzt, ja, gucken wir mal, so ganz, ich habe auch nur mal einmal überflogen. Also hallo Christian, ich höre deinen Podcast schon sehr lange und finde viele deiner Ansichten und Ratschläge enorm hilfreich. Das freut uns natürlich. So, hoffen wir mal, dass das Mikro mitmacht. Dennoch habe ich ein Thema, das mir immer wieder hochkommt. Mein Partner und ich sind seit 3 Jahren ein Paar. Wir hatten zu Beginn eine Fernbeziehung mit einer Entfernung von 2 Stunden. Seit 1,5 Jahren wohnen wir zusammen. Er kommt ursprünglich aus Vladivostok und ist 2020 nach Deutschland gekommen. Ich habe nach 2 Jahren herausgefunden, dass er immer mal wieder mit einer Person aus seinem Heimatland geschrieben hat und auch Nacktbilder über Snapchat empfangen und verschickt hat. Was ist los mit der Welt? Sag mal, gibt's so basic Anstand, gibt's irgendwie nicht mehr, ne? Also, ich weiß nicht. Sag mir ganz ehrlich, was denkt man sich, ne? Man ist in einer Beziehung und, also, ich kann schon verstehen irgendwo, vielleicht kommen wir auch mal mit jemandem ins Gespräch. Aber dieser Schritt irgendwie, okay, ich ziehe mich jetzt aus und ich lege mein bestes Stück offen oder lege mein bestes Stück auf den Kopierer oder schicke jetzt Videomaterial an jemand anders. Also, Leute, ich kann das alles nicht mehr. Echt, ich. Ja, vor allen Dingen ja auch zu dem Zeitpunkt zumindest keinerlei Schuldbewusstsein, ne? Also wenn du das jetzt nicht gefunden hättest, hättest du wahrscheinlich nie erfahren, ne? Ja, dazu kam es, da ich hinsichtlich seiner Nutzung dieser App immer mal wieder ein schlechtes Gefühl hatte. Wie alt seid ihr denn eigentlich? Snapchat? Aber gut, wäre mal cool, wenn ihr so mal irgendwo Altersangaben damit reinschreiben würdet. Vielleicht muss ich das mal so verpflichtend machen. Manchmal kriegt man noch so ein anderes Gefühl, wenn man so das Alter weiß. Aber gut, kann natürlich in jedem Alter passieren, außer dass nicht alle Snapchat benutzen. Gut, dazu kam es, da ich hinsichtlich seiner Nutzung dieser App immer wieder ein schlechtes Gefühl hatte, aber auch dachte und gesehen habe, dass er mit Freunden und Bekannten aus der Heimat dort weiter Kontakt hält. Nachdem ich auf seinem Handy eine Bestellung gemacht habe, habe ich nochmal nachgeschaut und eben jenen Chat gefunden. Immer die Handys, ne? Früher hat man wahrscheinlich gar nichts rausgekriegt, aber sowas hätte ja, wäre ja auch früher nicht möglich gewesen, weil es keine entsprechenden jetzt ja VHS-Kassetten schicken müssen. Wäre jetzt nicht so easy gewesen. Ist früher einfach nicht passiert, sowas, ne? Aber gut, der Mensch ist fehlbar, ne? Zur Rede gestellt, machte ich großes Drama und war wirklich verletzt. Naja, was heißt Drama? Ich meine, das ist ja auch scheiße, ne? Also, was heißt Drama? Er wirkte ehrlich und aufrichtig. Ja, weißt du, was kannst du mit Ehrlichkeit anfangen von dem, was du sowieso schon festgestellt hast, ne? Das ist wie mit den Politikern, wenn irgendwas rauskommt, ist immer so Salamitaktik. Und also aus meiner Sicht ist das jetzt keine Ehrlichkeit, wenn die Fakten auf dem Tisch liegen, so das ist, da kann man nur sagen, ja, scheiße, ist aufgeflogen. Aber gut, vielleicht, wenn ich jetzt mal gute Laune ab heute, dann würde ich sagen, ja, vielleicht ist ihm tatsächlich, also kann mir das zwar nicht vorstellen, aber es ist ihm dann erst aufgefallen, dass es vielleicht ein Fehler ist. Gut, manchmal macht man ja Dummheiten, ne? So, er entschuldigt sich mehrfach und meinte, dass er nicht genau wisse, warum er das gemacht hätte. Das glaube ich nicht. Also das höre ich in der Paartherapie immer wieder, wenn es um Fremdgehen geht. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, das glaube ich nicht. Das, also für mich heißt das übersetzt, ich will dir nicht sagen, warum ich es gemacht habe. Vielleicht, weil das, was können das für Gründe sein? Weil ich einfach geil war.
Ja, das ist ein blöder Grund, aber ist vielleicht die Wahrheit, weil ich einfach verfickt aufmerksamkeitssüchtig bin. Auch eine gute Antwort, ne? Keine Ahnung, weil mir es einfach alles scheißegal ist und ich irgendwie scheinbar kein schlechtes Gewissen habe bei sowas. Auch eine Antwort, aber zu sagen, ich weiß es nicht. Also eins kann ich dir sagen, damit darfst du ihn nicht davon kommen lassen. Ich würde ihn triezen damit vor und zurück, weil du kannst ihm das nicht verzeihen, wenn er nicht weiß, warum. Also stell dir mal vor, was weiß ich, sagen wir mal, jedes Mal, wenn du mit deinem Partner was isst, erbricht er sich über den Tisch. So, ne? Und ist natürlich scheiße, ne, und eklig, muss man immer alles aufwischen und macht es jedes Mal und ist natürlich körperlich komplett gesund. Und dann fragt ihr ihn, warum machst du das? Warum kotzt du immer über den Tisch? Und dann sagt er, keine Ahnung. So, was heißt das? Das heißt, du hast null Kontrolle darüber, ob es nicht immer und immer wieder passieren wird, weil wenn du nicht weißt, woher es kommt, kannst du es auch nicht abstellen. So, wenn er jetzt nicht weiß, warum er das gemacht hat, was ich 0% glaube, hast du keinerlei Kontrolle darüber, ob er das wieder macht, weil nehmen wir mal an, er ist nicht Herr seiner selbst, ne, und weiß ich nicht, Snapchat macht einfach, was es will mit ihm und er hat keinen eigenen Willen mehr. Was das ja letztlich irgendwie so heißt, ne? Ja, dann wird es wohl wieder passieren und dann, weiß nicht, sagt er dann wieder, ja, scheiße, ja, bist wieder draufgekommen, aber ich weiß ja nicht, woran es liegt, also was kann ich dafür, ne? Das ist wieder so, was ich hasse. Ich hasse es, also mangelnde Verantwortungsübernahme. Darüber wird übrigens, bin gerade wieder so ein bisschen im Gespräch und gucken, wie ich das mache und alles, aber das soll vielleicht Thema von meinem nächsten Buch werden, also so ein bisschen, nicht immer alles auf innere Kind schieben und auf Mami und Papi und ich weiß nicht was, sondern Verantwortungsübernahme und wie kann ich so aus dem Erwachsenen ich meinen Weg gehen, wie kann ich auch ohne irgendwie Drama-Rama und immer rumwühlen 100 Jahre lang, wie kann ich so verhaltensorientiert, wie kann ich da also direkt auf mein Ziel zugehen? Hört sich jetzt vielleicht noch nicht so griffig an, aber ist ja auch noch nicht geschrieben, ist erstmal nur so eine Idee. Könnt ihr mal schreiben, was ihr dazu denkt. Ich glaube, das wäre ganz cool. So, und dass er es damals nicht so als ernst angesehen hätte, da es ja niemals zu physischem Kontakt mit dieser Person hätte kommen können. Ja, also entweder hat er aus seinem Landwerk ein völlig unterschiedliches Verhältnis zu Intimität, weil nur, das ist auch wieder so eine Irrsinnsbegründung. Also das ist dann nur, wenn man sich nicht sieht und weil er sich da nicht anstecken kann, ist es normal, seine sekundären Geschlechtsmerkmale so in die ganze Welt rauszuschicken, wenn man in einer Beziehung ist. Also mit der Haltung kannst du auch Telefonsex machen und OnlyFans weiterlaufen lassen und OnlyFans selber anbieten und ist ja alles egal, ist ja kein physischer Kontakt. Also es ist, also irgendwie fragt man sich ja, ist das irgendwie einfach, will er sich da rausreden oder habt ihr wirklich ernsthaft so unterschiedliche Vorstellungen von Intimität? So, ne? Bisschen shocking, ne? Außerdem, wer sagt denn, dass es dann nicht so hätte kommen können, wenn man dann nur sich genug solche Filmchen geschickt hat, denke schon, dass man das dann irgendwann in die Realität umsetzen will. Klar, wenn das jetzt ein Land ist, was auf einem anderen Kontinent ist. Aber gut, weiß nicht. Und vielleicht macht er das ja auch irgendwann mal jemand, der in Deutschland ist, ne? Weißt du, das ist, oh Mann, ey. Er hätte sich nur gut angefühlt, wenn eine Frau ihn attraktiv gefunden hat und er habe nichts initiiert, nur immer mal wieder reagiert. Ich kann nicht mehr. Das ist. Willst du das einem Polizisten sagen? Irgendwie bei einer Geschwindigkeitskontrolle? Mein Auto ist einfach schneller geworden. Ich kann nichts dafür. Ich habe nur reagiert, also nur es versucht, irgendwie auf der Straße zu halten, aber es ist einfach schneller geworden. Ich zahle mein Strafmandat nicht. Wie kann man denn nur, also wie soll man sich das denn jetzt, oh Gott, also er hat jetzt vielleicht nicht als erster ein Filmchen geschickt, aber ich glaub doch nicht, dass ihn jemand
Foto schickt, ohne dass man mal danach gefragt hat, irgendwie so, und er zieht sich dann ohne willentliche Beteiligung selber aus und zickt, ach Gott, Leute, ich kann das echt, das ist wirklich, sorry, ey. Das ist wirklich so eine lame Entschuldigung, das ist unfassbar, wirklich. Aber dass sich das gut, natürlich fühlt sich das gut an, wenn dann andere Menschen attraktiv finden, aber dann muss man eben in einer offenen Beziehung sein. Also du kannst ja auch, natürlich kannst du andere attraktiv finden, du kannst auch mal ein bisschen flirten. Also natürlich hat jede Beziehung hat andere Grenzen, so, die man letztlich, musst du die definieren. Typischerweise ist es ja so, ja, okay, man flirtet mal oder man sieht mal, okay, die finden mich attraktiv und oder ich finde die attraktiv, ja, ganz normal, aber man lebt es ja allgemein nicht aus, ne? So ist ja eigentlich so der Deal in der Beziehung, ne? Normalerweise. Damals sei er noch nicht zu 100% committed zu mir gewesen, habe dann aber die Entscheidung getroffen, zu mir in meine Stadt zu ziehen und daraufhin jegliche solche Handlung eingestellt. Also das war jetzt noch, als er noch in seinem Land gewohnt hat oder wahrscheinlich wusstest du gar nicht, dass ihr nicht committed seid. Ne? Also jetzt wäre natürlich mal interessant zu wissen, du hast ja wahrscheinlich gesehen, welche Daten da so dran gehangen haben, aber warum, wenn man da kein schlechtes Gewissen hat, warum sollte man das einstellen? Das ist ja das Gute am Internet, dass du das überall auf der Welt machen kannst. Also aber da fehlen mir jetzt hier die Details, aber hört sich trotzdem nach einer ziemlich schlechten Ausrede an. Vor allen Dingen, warte mal, hier steht, das ist ein Jahr her, aber du schreibst ja auch, ihr seid 3 Jahre zusammen. Also wahrscheinlich wusstest du gar nicht, dass ihr da noch nicht committed wart. Oh Mann, ey. Gut. Ich war einfach nur verletzt und etwas angeekelt und fragte mich, ob das Ganze nicht eine riesige Red Flag ist. Schauen wir doch mal in unser Datingbuch rein. Also, Nudes schicken in einer Beziehung, 3 Jahre. Ich muss gerade nochmal Snapchat finden. Warte mal, Snapchat. Ja, ist eine Red Flag. Okay, war schon mal geklärt. Und ich mich in die einfach trennen sollte. Das kannst nur du entscheiden. Ich lese mal weiter. Er hat daraufhin besagte App gelöscht und keinerlei zwielichtigen Kontakt zu irgendeiner Person gehabt. Weißt du das? Heutzutage auf iOS 18 kann man sogar Apps verstecken und Chats verstecken und es ist, naja. Das ist ja das Problem, wenn erstmal einmal das Vertrauen weg ist, ist es schwer wiederzukriegen. So, ne? Dann schläft bald mit einem Auge offen, wie ich immer sage. Ihr müsst euch immer wieder klar machen, Vertrauen wird nicht hergestellt dadurch, dass man so, Entschuldigung und so sagt, sondern Vertrauen wird hergestellt, dass du etwas zugibst, was du nicht hättest zugeben müssen. Dadurch entsteht Vertrauen so, ne? Wenn er jetzt gesagt hätte, du, weißt du was, ich bin dann irgendwas reingerasselt und in irgendeine Geschichte und keine Ahnung, ich wollte das einfach mal aufmachen und so sieht's aus. Ja, wäre immer noch scheiße, aber hättest du das Vertrauen nicht verloren, so, ne? Wir haben viel geredet, was das mit mir macht. Dass er damals sagte, unsere Beziehung würde nicht halten, da ich mich manchmal so verhalten habe aus seiner Sicht, als ob ich ihn gar nicht mögen würde und etwas im Minuspol, wie du sagen würdest, befand. Also ihr wart ja schon das war vor einem Jahr und ihr seid 3 Jahre zusammen. Also ich meine, aber gut, wenn du das nachvollziehen kannst. Aber du brichtest ja nichts von nach 2 Jahren waren wir immer noch nicht zusammen oder wir hatten eine offene Beziehung. Lese ich jetzt hier nichts, aber wenn das so ist. Aber scheint ja nicht zu sein, ne? Und ist auch wieder so, also weil du mal ein bisschen, weißt du, das ist auch wieder so, weil du mal ein bisschen kühl warst, gehe ich so virtuell fremd. Weil das ist es ja. Ja, man kann das auch ansprechen und man kann sagen, du, weißt du was, irgendwie, ich bin da nicht so sicher, ob das passt, lass uns doch weiter daten. Hätte auch sagen können, ne? Total easy, ne?
Warum macht man das nicht? Weil man in einer Beziehung sein und Single sein gleichzeitig möchte, was ich zutiefst ablehnenswert finde. Ne? Entweder oder. Oder er muss eben sagen, nee, lass uns eine rumvögel-offene Beziehung machen. Das ist doch total in Ordnung. Ich habe keine Lust, mich zu committen. Ne? Ja, muss man es halt sagen. Ne? Ja. Ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich daran zurückdenke und daran, dass er es nicht, ob er es nicht wieder tut, am liebsten sein Handy kontrollieren würde. Total verständlich, was also. Wie gesagt, ich sehe keinen Punkt, wo Vertrauen wieder entsteht, weil vielleicht macht er nichts. Ich weiß es nicht, ne? Absolut möglich, ne? Aber weil weder eine vernünftige Begründung geliefert wurde, noch irgendwas aufgedeckt wurde, was nicht hätte aufgedeckt werden müssen, und da ja, kann kein neues Vertrauen entstehen. Ja, vielleicht musste ich mal mit ihm hinsetzen und sagen, du, ich will das jetzt nicht heimlich machen, aber lass uns noch, ich glaube, ich brauche das, lass uns doch mal zusammen in dein Handy gucken. Ja, kannst du machen, ne? Aber das zeigt ja auch schon, dass du da irgendwie nicht so gut drüber hinwegkommst, ne? Die ganze Sache. Ach so, jetzt lese ich gerade, dass dieses, was jetzt passiert ist, ist ein Jahr her. Das heißt, aber es ändert jetzt nicht viel. Dieses Verschicken auf Rotes nach einem Jahr Beziehung, aber ich glaube, das ändert jetzt auch nicht viel. Aber gut, nur der Genauigkeit halber. Also diese ganze Sache ist ein Jahr her, okay. Und du kommst da immer noch nicht drüber hinweg, was dir was sagen sollte, ne? So, das Ganze ist ein Jahr her und er hat meine Grenze, was das angeht, sowie das Folgen von fragwürdigen Insta-Accounts gewarnt. Er macht mich ohne Zweifel zur Priorität und ist absolut verlässlich, und ich denke eigentlich nicht, dass er irgendwas treibt. Ich muss sagen, in meiner vorigen Beziehung bin ich viel zu lange geblieben und habe mich währenddessen nach anderen Männern umgesehen, ihn auch betrogen. Nicht, dass das jetzt alles so zurückkommt. Kommt meine Paranoia daher, in Anführungsstrichen, dass ich in seinem Verhalten eigentlich nur mein eigenes aus der Vergangenheit meine zu sehen? Naja, du kennst die Denkmuster ja dann, ne? Oder ist es durchaus angebracht, an ihm zu zweifeln? Naja, der Mensch, weißt du ja selber, der Mensch ist fehlbar, ne? Also, das muss ja auch nicht immer alles logisch sein, ne? Also, ich sage immer, wenn sowas passiert ist, auch wenn so echtes, also so physisches Fremdgehen passiert, das muss ich immer überlegen, selbst wenn alles aufgearbeitet ist, kann man die ganze Sache vergessen. Ne? Also das heißt vergessen, kann man sagen, okay, brauche ich jetzt nicht mehr drüber reden. Ne? Wenn man das nicht kann oder nicht annähern kann, vielleicht nicht so gut die Beziehung fortzusetzen, weil man das ewig wieder auf den Tisch packen wird. So, ne? Ich denke mir, dass es nicht einfach so über Wochen und Monate passiert und wie man so abgefuckt sein kann, nach einem Jahr in einer Beziehung zu sein, aber noch nicht zu 100% committed. Gut, dann sind wir alle Fragen beantwortet. Also ihr wart committed, er liefert hier eine absolute Shit-Begründung. Ja, siehst du jetzt mal die andere Seite vom, sozusagen, es bist du on the receiving end, was Fremdgehen angeht. Ja, ist wie es ist, ne? Aber da siehst du ja, dass es absolut möglich ist, dass Menschen sowas tun, ne? Und dann eine Entscheidung, ohne mich einzubinden, zu treffen, es nun doch auf einmal zu sein. Ja, es ist, das soll man dazu sagen, das ist eine big fucking red flag, vor allen Dingen mit dieser, wie gesagt, wenn jemand eine schlüssige Begründung liefert, wenn jemand sagt, ja, scheiße, ich war auf so einem Dopamintrip, war richtig scheiße, ich habe richtig scheiße gebaut, ist meine Schuld, ja, scheinbar muss ich da nochmal, irgendwie an mir arbeiten, warum ich das habe, oder liefert eine schlüssige Begründung, keine Ahnung, meine Katze ist gestorben, pipapo, bin ich da irgendwie reingerutscht. Weil, wie gesagt, Menschen sind fehlbar, aber dann darf man erwarten, dass du eine schlüssige Begründung geliefert kriegst und nicht irgendwie so, wusste ich auch nicht, keine Ahnung, Snapchat hat die Nummer, hat er selber, ich habe nur irgendwelche Fotos gemacht, versehentlich sind die in Snapchat reingekommen und versehentlich hat diese Frau die gekriegt, ich weiß auch nicht, wie das passiert. Na, das ist eine Drecksbegründung, ne?
Ich war als Kind übergewichtig und bis zum Alter von 17 Jahren absolut uninteressant für andere Geschlecht und nun eher das Gegenteil. Ich mache seit 6 Jahren viel Sport und so weiter. Dennoch nagt es so sehr. Das hat nichts, es hat absolut nichts. Ich gebe dir Brief und Siegel, es hat nichts mit dir zu tun. Das, warum machen Leute das? Weil sie, es ist ja heute auch mehr en vogue, dieses Dopamin reinkippen, macht auch nichts. Ich habe auf TikTok so eine gesehen, die geht immer live und lässt sich da Rosen schicken von den Typen und dann beschwert sich immer, dass hier ein Typen da stört, der daneben sitzt. Oh, mein Freund stört das gerade, dass ich hier wieder live bin auf TikTok. Ja, natürlich stört ihn das. Weiß ich nicht. Oder hatte ich auch schon gehabt in Veranstaltungen, Leute, die sagen, ja, na klar bin ich auf Tinder, obwohl ich in einer Beziehung bin. Ist doch lustig, mit anderen zu schreiben. Und weiß ich nicht, also wenn Leute das normalisieren, also aber wir müssen es ja gar nicht werten. Du musst es nur anhand deiner deiner Werte, also das ist halt dieser Unterschied zwischen einem werteorientierten Lebensstil und einem dopaminorientierten Lebensstil. Und du hast vielleicht vorher auch einen dopaminorientierten Lebensstil gehabt, aber jetzt legst du Wert auf Werte, ist ja auch gut. Und jetzt hast du einen Partner, der scheinbar nichts auf Werte hält. Und ja, das ist die Frage, ob man kompatibel ist, so, ne? Also, ja. Also, es hat nichts mit dir zu tun, sondern es ist einfach dieser elendige Wunsch nach Dopamin und Abwechslung und Sex ist ja auch virtueller Sex und wer weiß, was sie alles gemacht haben, wo die sich überall bei gefilmt haben und ja, ein Drama, ja, das kann man nur achselzuckend zur Kenntnis nehmen und seine Schlüsse draus ziehen, so, ne? Kommen wir gleich nochmal zu. Dennoch nagt es teilweise sehr an mir, dass er sich ständig, also das muss ja echt auch einen Umfang gehabt haben, dieser Frau gewidmet hat und ja auch Energie aus der Beziehung abgezogen hat damit, ne? Fotos angeschaut, das werden bestimmt nicht nur Fotos gewesen sein, und sie zweimal, wie er meinte, auch gesextet zu haben. Das ist wirklich, Leute. Oh, ich will auf eine einsame Insel, ey. Mann, ey. Ich habe das Gefühl, dass das Ganze eher ein Mi-Problem ist. Das darf nicht passieren, dass du jetzt denkst, wegen dieser lame Begründung ist es jetzt dein Problem. Wäre dein Eifersuchtskurs vielleicht etwas für mich? Nee, weil, ich meine, du kannst den gerne machen, aber es ist ja begründete Eifersucht. Ist ja keine unbegründete, ne? Würde mich über diese Einschätzung sehr freuen. Also, natürlich können Menschen Fehler machen, ne? Du hast ja auch schon Fehler gemacht. Jeder hat schon mal Fehler gemacht. Und das ist, ja, das ist halt so, ne? Es passiert. Wir sind alle nicht fertig, wir sind alle auf dem Weg. Und ja, da kann man auch seinen Frieden mitmachen, ne? Nur, und man kann auch, wenn man 10 Jahre zusammen ist und, weiß ich nicht, auch Einigkeit besteht über eine komische Beziehung. Und dann, weiß nicht, hat man vielleicht Kinder und ist aufgerieben von Kindererziehung und weiß ich nicht, Midlife-Crisis und schon ein halbes Jahr kein Sex. Und dann verliebt man sich in die Praktik, was weiß ich, in den Praktikanten oder die Praktikantin. Und dann arbeitet man das auf. Natürlich kann das passieren, so, ne? Aber auch damit, aber selbst da muss man gucken, kann man das verzeihen, so, ne? Und man kann es natürlich leichter verzeihen, wenn Verantwortung übernommen wird, wenn eine schlüssige Begründung geliefert wird, wenn auch nicht so, man nicht so gegaslightet wird, wir waren ja gar nicht zusammen, das ist wirklich 1A Gaslighting, ne? Wir waren ja gar nicht zusammen. Uno Reverso Card hier, du bist schuld. Nee, also da lässt sich dann echt wieder ein bisschen verarschen, würde ich sagen. Also, wie gesagt, wenn du der Meinung bist, also mir wäre das viel zu wenig an Buße, sag ich mal. Wenn du der Meinung bist, aber bist ja scheinbar nicht, sonst würdest du mir nicht schreiben, aber wenn du der Meinung wärst, ja, also jetzt ist er ja loyal und wir alle machen mal Fehler. Okay, für mich wäre es aus heutiger Sicht, aber du musst deine Entscheidung treffen. Ich würde es nicht akzeptieren. Also ich wäre, also wenn ich den irgendwie gut finden würde und wir hatten eine gute Zeit, würde ich sagen, du, ab jetzt offene Beziehung, alles klar, weil ich habe, Vertrauen ist weg, ja. Nur noch safer Sex, kannst du so viel rumtexten mit anderen Mädels, wie du willst, ich gehe auch weiter daten, gleiches Recht für alle, ne? Und aber wäre auch Grund genug, aber das musst du entscheiden,
zusagen, sorry, kann ich drüber hinwegkommen und ist einfach ein Bitch-Move von dir und ja, hast dich jetzt entschuldigt, alles klar und können auch in Frieden auseinandergehen, alles gut, Menschen machen Fehler, aber sorry, ich kann nicht mit jemandem zusammen sein, wo das Vertrauen weg ist, funktioniert einfach nicht, ne? Und dann kann man so ganz friedlich auseinandergehen, ne? Was denkt ihr dazu? Schreibt es in die fucking Kommentare, macht die fucking Kurse und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.